Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und in diesem Video wird es einen Kick Live Haul geben. Ihr habt euch das so sehr gewünscht. Dieser Kick Live Haul wird insgesamt aus drei Kicks bestehen, denn ich war in drei verschiedenen Kick-Läden. Einmal hier bei uns in Moers, zwei, und dann war ich in der Neusser Innenstadt im dritten, um euch halt so viel wie möglich zu zeigen, um euch so viel Verschiedenliches wie möglich zu zeigen und nicht immer den Standardladen, wo ich halt immer bin. Ich habe mir halt gedacht, das könnte irgendwie gut zusammenpassen. Okay, eigentlich Leute, um jetzt hier nicht zu lügen, ich fand einfach unseren, wo ich war, einfach potten langweilig und halt wie sonst auch. Deswegen bin ich halt noch zu anderen gefahren. So, nicht lang schnacken. Ich wünsche euch jetzt noch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schaut mal, wie süß. Die da oben. Aber die glitzern so, deswegen fasse ich die nicht an. Die haben auch noch so sowas wie Fell. Wie heißen die Dinger? Nein. Rentier. Rentier, genau. Für einen Tannenbaum ist das, glaube ich, ne? Und hier steht dann Merry Christmas. Was haben wir da hinten noch? Krass, ja, das sind Sachen für den Friedhof. Hier haben wir dann auch noch Kissen. You and me. Ich glaube, hier haben wir dann so reduzierte Schals. Ja. So, fühlt sich das eklig an. Und hier haben wir dann noch mehr Kissen. Die sind voll weich. Die sind eigentlich wie die von Poco, ne? Und hier haben wir dann Decken. Guck mal. Mhm. Deine Farbe. Cake hat übrigens auch richtig, richtig schöne Handtücher. Sind ja auch überhaupt nicht teuer. Also die großen kosten 4,99 €. Hier auch. Hier gibt es aber auch welche für 2,99 €. Da hinten haben wir dann diese Kuscheldecken. Hier sind noch mehr. Und dann hier diese Bügeldinger. Hier, davon möchte ich auch gerne drei Stück mitnehmen, weil ich zu wenig habe. Die gibt es auch bei Poco und ich finde die einfach so toll. Ja, nehmen wir auch mal mit. Falls es jemand interessiert, was es hier für Bilderrahmen gibt. Ich brauche zwar keine, aber die haben hier immer richtig, richtig schöne. Auch solche Family-Dinger hier. Mit Herzchen. Hier haben wir dann so eins. Das finde ich auch ganz schön. Da kann man halt die Bilder dran klemmen. Ja, oder das hier. Kostet auch nur 2,99 € und das untere kostet 4,99 €. Hier haben wir dann schon ein bisschen Weihnachtsdeko. Bei Teddy gibt es ein bisschen mehr. Hier haben wir zum Beispiel so eine Lichterkette. Oder die Dinger, Leute, die sind echt süß. Irgendwie erinnern die mich so ein bisschen von den Blicken her wie bei den Minions. Und dann haben wir hier noch sowas. Merry Christmas. Richtig schön. Oh, wie flauschig. Und da oben gibt es so richtig tolle Schlittschuhe. Hier auch mit so Glöckchen für 1,59 €. Und die Schlittschuhe kosten, glaube ich, 1 €. Nee, 2,99 €. Und das glitzert einfach so hart, Leute. Das will ich gar nicht anfassen. Da hinten haben wir so richtig tolle Kissen, so pinkig, lila-mäßig und ganz viel so, wo Home draufsteht, so Vintage-mäßig, keine Ahnung, so farbenmäßig, ganz viele Körbe und so. Ja, und da oben gibt es Nackenkissen, gut zum Reisen übrigens, mit so Flamingos drauf. Okay.
Hier haben wir ein bisschen Kinderspielzeug. Ein kleines bisschen irgendwelche Frisbee-Scheiben. Wir sind diesmal in einem anderen. Das hat Pascal gerade schon in der Hand gehabt. Was ist das? Keine Ahnung. Sieht aus wie so ein Wasserpistolenstift. Wie nennt man das nochmal? Federball. Federball? Okay, keine Ahnung. Und hier haben wir dann so ein bisschen Süßes. Und hier haben wir ein kleines bisschen Popcorn. Oh, was für süße Kuscheltiere. Oh, voll süß. Hier haben wir dann irgendwelche Bälle noch. Keine Ahnung. Und Fußbälle. Hier haben wir dann so ein paar Aufbewahrungsboxen. Solche großen auch. Ich habe da zum Beispiel meine Schminke drin. Den habe ich im Flur. Und dann gibt es auch welche noch mit Sternchen. Hier haben wir so ein bisschen Deko. Irgendwelche Katzen. So einen coolen Affen. Schatz, ich habe dich wiedergefunden. Guck mal. Kannst du aussuchen, das Schaf, Igel oder diese Eule? Das Schaf. Oh. Hier haben wir dann noch so weiteren Deko-Krams. Ach, guck mal, die haben wir ja auch zu Hause, ne? 1,59 Euro. Nur ein schöner, ja. Hier haben wir noch solche Deko-Teller. Ich habe das da hinten in lila, falls ihr das sehen könnt. Da habe ich mir nämlich meinen eigenen Deko-Teller gemacht. Habe da so Streudingens gekauft. Und halt zwei Kerzen hingemacht. So ein bisschen was für so ein Badezimmer. Ey, das hat meiner nicht. Jetzt bin ich gerade voll beleidigt. Ja. Das hier hatte unser zum Beispiel nicht. Voll frech. Hier haben wir dann ein paar Vasen. Für Teelichter so ein bisschen. So süße Herzen. Den habe ich zu Hause im Wohnzimmer und irgendwelche Figuren. Ja, dann haben wir hier schon so ein bisschen Weihnachtskrams. Solche tollen Sterne und solche tollen Teller hier. Was kosten die? 1 Euro jeweils. Hier haben wir solche Engel zum Beispiel. Und dann haben wir hier noch Kerzen und so. Für das Tannenbäumchen. Oh, sind die süß, Leute. Das sind solche. Sind das Tassen? Ja, für 2,99 Euro. Aber warum sind die falsch herum? Das peile ich nicht ganz. Hier haben wir Geschirr. Ich liebe das Geschirr von Kick, muss ich sagen. Ich habe davon so viele Sachen. Ja, einfach zum Dekorieren, wenn Besuch da ist. Dann haben wir hier so ein bisschen Vintage-Zeug. Ja, dann hier was zum Backen. Hier gibt es auch schon für Plätzchen solche Ausstechformen. Schatz, wollen wir dieses Jahr, ich wollte sagen Kerzen. Wollen wir dieses Jahr backen? Nein, wollen wir nicht? Okay, dann nicht. Ja, ich auch nicht. Weißt du, was soll das darstellen? Schüsseln, Pfannen für Torten, Kuchen und so weiter. Boah, ist das hier laut, Mann. Guck mal, wie cool. Solche Flaschen für 2,99 Euro. Da kann man zum Beispiel Obst reinmachen. Kaffeekanne. Und ein paar Brotdosen. Die habe ich gekauft, aber Leute, irgendwie sind die echt riesig. Eine kleinere wäre besser. Hier haben wir dann noch so ein paar Hocker aus Holz und aus Stoff. So einen habe ich von meiner Mutter. Ja. LED-Kerzen. Oh, die sind cool. 2,99 Euro, das nehmen wir mit. Das finde ich cool fürs Wohnzimmer. Nehmen wir die mit. Wofür? Fürs Wohnzimmer. Wieso? Ja, ich habe noch nicht genug. Gibt's auch noch ein Weiß? Nein, lass mal. Dann nehmen wir die mit? Ja. Okay. Schaut mal, wie schön das aussieht. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Action-Maction. Die haben ja auch solche großen Kisten. Das hat unser nicht. Da kann man Spielzeug reinmachen. Oder solche Mülleimer. Die sehen auch ganz fresh aus. Hier haben wir so richtig tolle Kissen. Hm? Irgendwie viel, viel mehr Auswahl als bei uns. Zum Beispiel solche weichen Herzchenkissen. Hier haben wir zum Beispiel eine Eule.
da. Voll süß. Und da unten haben wir noch so Herzchen und Sternchen und ganz kleine Kissen. Das sind auch ganz süß zum Dekorieren und sowas. Das wäre ja auch was. Ich glaube, ich nehme jetzt so einen noch mit. Ich habe nämlich noch nicht genug Kissen. Leider gibt es nur diesen einen. Egal, nehmen wir mit. Was kostet der? Gar nichts, würde ich behaupten. 1,99 Euro. Da hinten ist ein Preisschild. Voll schön. So Tagebücher. Voll weich. Dann haben wir voll die schönen Federtaschen hier. Das finde ich mega schön. Diese Fransen dran. Ja, dann haben wir so Ordner. Blöcke, Kästen. Bisschen was zum Basteln. Finde ich auch echt cool. Panda. Dann haben wir noch so eins hier. Mit so einem Stern. Und hier haben wir dann ein bisschen was zum Basteln. Also bei uns in Kick gibt es, was das angeht, ein bisschen mehr. Ja. Naja, ein bisschen was ist hier trotzdem. Hier haben wir dann solche, wie nennt man das? Diese Tücher für Babys, keine Ahnung. Ganz viele, voll schöne. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an das Schaf von Jenny. Ohne dass sie nicht schlafen konnte. Decken dann noch mit dem Kuscheltier. Hier ist sogar reduziert, 3,99 Euro. Ja, sind alle reduziert für 3,99. Voll schön. Hier sind noch so süße Hausschuhe. Da, voll süß. Stulpen oder wie man die nennt. Die habe ich früher immer angehabt. Und, ah, Mickey Maus Hausschuhe. Da möchte ich jetzt auch welche mitnehmen. Jetzt bin ich schwach geworden. Da. Kosten 5,99 Euro. Hier haben wir dann ein paar Handtaschen, auch große. Die fühlt sich ganz gut an, aber die fühlen sich voll billig an. Pass mal an. Ich glaube, die würde ganz, ganz schnell kaputt gehen. Bauchtaschen und Portemonnaies. Voll schönes Gold. Oder das hier. Brauchst du nicht noch ein neues Portemonnaie, Schatz? Nee. Jogginghosen. Sport. Unterwäsche. Ich muss sagen, es gibt welche, die sind richtig gut von Kick, aber dann gibt es welche, wo der Stoff echt mies ist, muss ich sagen. Und hier haben wir dann nochmal Gürtel. Ich habe früher immer meine Gürtel bei Kick gekauft. Mittlerweile brauche ich keine mehr, weil einfach die Hosen so gut sitzen, dass ich ohne rumlaufen kann. Hier haben wir ein kleines bisschen Küchenzubehör. Die kennt ihr ja. Schneidebretter könnten wir ja auch nochmal welche mitnehmen, ne? Wir haben nur diese zwei roten. Gibt es auch noch größere? Dann haben wir hier sogar Kochbücher. Einfach gesund kochen. 1 Euro nur. Apfelteiler. Da unten haben wir nochmal Eimer. Auch große. Da. Und hier auch zum Beispiel für gelbe Säcke. Mir hat mal irgendjemand in die Kommentare geschrieben, was das hier ist. Ich habe es schon wieder vergessen. Zum Geschirr abwaschen oder sowas. Weiß ich nicht. Silikonschwamm. Alter, wie viel hier drin sind nur für 1 Euro. Und das sind auch noch die kleinen, also die guten. Ja. Hier haben wir noch ein bisschen die Männerabteilung. Ein paar T-Shirts gibt es hier. Hemden. Und auch schon Jacken, also Herrenjacken. Dann haben wir hier diesen Bomber-Style. So eine Ähnlichkeit Pascal auch, aber von New Yorker. Die kostet auch nur 9,99 Euro. Die haben hier noch so ein bisschen Halloween-Zeugs, vor allem die da unten. Schaut euch mal diese Kürbisse an, voll gruselig. Ist das nicht Haus des Geldes? Nein, ne? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Guck mal, wie süß. Fledermäuschen. Boah, nee, das ist überhaupt nicht mein Fall. So, wir sind wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich mega, mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall, das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch allen Schnutis noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.